Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gellinek. Guten Abend. Das konspirative Treffen rechtsextremer Netzwerker in Potsdam wirkt nach. An der Versammlung letzten November hatten auch AfD-Politiker und mindestens ein CDU-Mitglied teilgenommen. Thema der Konferenz: Wie wird man Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund los? Seit das Treffen bekannt wurde, ist die Diskussion über den Umgang mit der AfD neu entbrannt. Auch und besonders in der CDU. Von deren Vorstandsklausur in Heidelberg und der Balance zwischen Ampelkritik und Bekämpfung der AfD berichtet Matthias Feldhoff. Es ist ein äußerst zufriedener Friedrich Merz zum Ende seiner Jahresauftaktklausur. Geschlossen wie selten steht die CDU da. Keine Debatten über den Kurs oder den Kandidaten. Ich bedauere das, dass Sie keine Gelegenheiten hatten, zwischendurch Nachrichten abzusetzen über Streit in der CDU. Aber da, wo kein Streit ist, können Sie leider auch zu diesem Thema nichts berichten. Friedrich Merz verpasst seiner Partei mit dieser Klausur einen neuen Kurs im Umgang mit der AfD. Den Kampf aufnehmen, die AfD inhaltlich stellen. In jedem Wahlkampf und auf jedem Marktplatz sei jetzt die Aufgabe der CDU. Schaut bitte genau hin, wen ihr da möglicherweise wählt. Das ist keine Partei, die dieses Land wirtschaftlich voranbringt. Das ist keine Partei, die die Arbeitnehmer in Deutschland besser ausstattet. Das ist eine Partei, die nur auf der Basis des Populismus Ressentiments schürt. Auslöser dieser Kehrtwende ist eine Geheimkonferenz im letzten November, bei der AfD-Politiker, unter anderem ein Vertrauter von Alice Weidel, mit Rechtsextremen über eine millionenfache Vertreibung von Migranten diskutierten. Gegen ein in Potsdam ebenfalls anwesendes CDU-Mitglied, so berichtet der CDU-Generalsekretär, laufe inzwischen ein Ausschlussverfahren. Deportationsfantasien in diesen Zeiten auszuleben, habe ich persönlich als sehr krass empfunden und widerspricht der freiheitlichen Grundordnung unseres Landes. Im Ziel einig, in den Worten oft unterschiedlich. Die CDU tastet sich in die neue Rolle. Schließlich will man auch die Ampel ablösen. Es darf nicht darum gehen, die Opposition als Opposition die Regierung in Grund und Boden zu reden. Aber wir müssen schon deutlich machen, wo die Unterschiede sind. Und wir müssen deutlich machen, dass diese Ampelregierung für Deutschland keine gute Politik macht. Da ist die Tonalität in den CDU-Verbänden im Osten schon anders, härter, nicht nur gegen die AfD. Der Opfermythos der AfD, der muss ein Ende haben. Wir machen die nicht zu Märtyrern, diese angebliche Alternative. Höcke muss ins Licht gezogen werden, weil dann wird nämlich auch seine ganze Schwäche offenbar. Die Ampel in Berlin wirkt als Brandbeschleuniger für den Protest und für die Sorgen der Menschen. Das kommt im Osten noch mal viel härter an, weil die Menschen weniger im Portemonnaie haben. Und auch in der Debatte um die Sinnhaftigkeit eines AfD-Verbotes gehen die Stimmen zwischen Ost- und West-CDU auseinander. Aber anders als oft in der Vergangenheit wird aus unterschiedlichen Meinungen kein offener Streit. Es ist eine rechtsextreme Partei. Ich weiß schon, dass das sehr sorgsam vorbereitet sein muss. Deswegen dürfen wir da auch keine Schnellschüsse machen. Aber eine große Sympathie habe ich auf jeden Fall dafür. Das Verfassungsgericht hat im letzten Verbotsverfahren den Satz in das Urteil reingeschrieben: Es kann den Parteien nicht abnehmen, sich um die Wähler zu bemühen. Die CDU hat sich heute vorgenommen, diesen Bemühungen um die Wähler einen neuen Kurs zu verpassen und dem Buchstaben U für Union eine neue, fast ungewohnte Gemeinsamkeit gleich mit. Aus ihrer politischen Agenda machen die Houthi im Jemen kein Hehl. Auf ihrer Flagge steht: Tod Israel, Tod Amerika, verdammt seien die Juden. Die islamistischen Krieger sind Überzeugungstäter und betrachten sich als Vorkämpfer der palästinensischen Sache. Mit Raketen und Drohnen von Iran hochgerüstet, bedrohen sie die internationale Handelsschifffahrt. Und die Antwortluftschläge der USA und Großbritanniens sehen sie gar als Propagandageschenk. Seht her, das große Amerika ist unser Gegner. Dalia Anta berichtet. Der Flugplatz von Hodeidah im Jemen. Vor und nach den Angriffen auf Stellungen der von Iran unterstützten Houthi-Miliz. Satellitenbilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Vom Bord des US-Zerstörers USS Kearney hier Archivbilder. Ist in der Nacht zu Samstag laut US-Militär eine weitere Stellung der Rebellen mit Marschflugkörpern angegriffen worden. Ziel: eine Radaranlage. Rund 230 Kilometer von Hodeidah, die Hauptstadt Sana'a.
Sie ist unter Kontrolle der Rebellen. Das ZDF kann nur unter Aufsicht drehen. Was gesagt wird, wird strengstens kontrolliert. Die, die mit uns sprechen, zeigen sich nach dem erneuten Beschuss der USA unbeeindruckt. Das sind brutale Angriffe, aber sie machen uns stärker und standhafter. Sie sollten das israelische Volk treffen, nicht das muslimische. Aber wir werden bis zum letzten Tag unseres Lebens an der Seite von Gaza stehen. Das jemenitische Volk ist an solche Dinge gewöhnt. Selbst wenn sie uns nochmal und nochmal angreifen oder ein viertes Mal, werden wir unsere Entscheidungen nicht ändern. In der Nacht zum Freitag hatten die USA und Großbritannien mit Unterstützung Verbündeter nach Pentagon-Angaben knapp 30 Stellungen der Houthi-Miliz attackiert. Der Militärschlag, eine Reaktion auf die Angriffe der Rebellen auf mehr als 2 Dutzend internationale Handelsschiffe im Roten Meer. Die Miliz selbst veröffentlicht heute dieses Propagandavideo, inszeniert seinen fanatischen Hass auf die USA und Israel, probt gar den Überfall auf eine israelische Siedlung, droht mit Vergeltung. Viele Beobachter erwarten eine weitere Eskalation. Und aus Sana'a, der Hochburg der islamistischen Houthi-Kämpfer, ist uns jetzt unsere Korrespondentin Golineh Atay zugeschaltet. Golineh, 2 Nächte lang gab es nun Luftangriffe auf Militäranlagen der Houthi. Welche Reaktionen gibt es in Sana'a? Sind die Houthi eher geschwächt oder am Ende sogar gestärkt? Also mein Eindruck, die westlichen Luftangriffe waren so etwas wie ein Ritterschlag für die Houthis. Sie haben unglaublich viel an Sympathie in der Region dazu gewonnen. Und historisch ist es so, dass jeder Angriff auf die Houthis sie gestärkt hat, die Bevölkerung hinter sie gesammelt hat. In den vergangenen Wochen konnten sie tausende neuer, junger Kämpfer rekrutieren. Und Krieg, das ist für diese Bewegung nicht das letzte Mittel der Wahl, sondern es ist eine Art Lebensart. Sie sehen sich als Sieger des jemenitischen Bürgerkrieges und sie haben keine Angst vor den USA. Sie haben den Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan genauestens studiert. Noch eine wichtige Sache, last but not least, dieses Thema Palästina, das Thema Gaza, nutzen die Houthis natürlich auch, um ihre eigene Agenda voranzutreiben, um ihre eigene absolute Herrschaft zu zementieren und auch abzulenken von einer der schlimmsten humanitären Krisen der Welt hier im Jemen. Sie sind als einzige westliche Journalistin in die Houthi-Hochburg gereist. Wie sind Ihre Arbeitsbedingungen? Wie frei können Sie berichten? Die Machthaber haben uns heute zum ersten Mal erlaubt, unserer Arbeit hier nachzugehen in Sana'a. Die Begegnungen sind freundlich, aber unsere Bewegungsfreiheit ist schon sehr eingeschränkt. Das heißt, jedes Bild wird kontrolliert, jedes Wort, das einer unserer Interviewpartner sagt, wird strengstens aufgezeichnet und kontrolliert. Trotzdem würde ich sagen, es ist wichtig, hier zu sein. Es ist wichtig, zu verstehen, was hier passiert, denn schließlich leben über 80% der Jemeniten unter der Herrschaft der Houthis. Golineh Atay war das aus der jemenitischen Hauptstadt Sana'a. Herzlichen Dank dorthin. Und das Gespräch haben wir vor 2 Stunden aufgezeichnet. Und wir bleiben beim Nahostkonflikt und schauen nach Israel, wo immer noch über 100 Geiseln in der Hand der Hamas sind. Die Nachrichten mit Gundula Gause. Israels Premier Netanyahu hat vor dem 100. Kriegstag gegen die Hamas die Entschlossenheit seines Landes bekräftigt. Niemand werde Israel aufhalten. In Tel Aviv erinnern an diesem Abend Angehörige an die von der Hamas festgehaltenen Geiseln. Noch immer sind mehr als 100 Menschen in ihrer Gewalt. Weltweit protestierten heute gegen die andauernden israelischen Angriffe im Gazastreifen Zehntausende Menschen, unter anderem in London, Rom und Washington. Wegen einer gescheiterten Klage gegen die New York Times muss der frühere US-Präsident Trump der Zeitung rund $400.000 Anwaltskosten erstatten. Die New York Times hatte 2018 berichtet, dass Trump sein Vermögen nicht selbst erarbeitet, sondern vom Unternehmen seines Vaters hunderte Millionen Dollar übertragen bekommen hatte. Gegen die Berichterstattung hatte Trump geklagt und verloren. Zu Maß und Mitte hat Bundeskanzler Scholz in Bezug auf die Bauernproteste aufgerufen. Galgen seien keine Argumente. Zugleich betonte er, Subventionen könnten nicht auf ewig bestehen.
Vor der für Montag in Berlin angekündigten Großdemonstration gab es auch an diesem Samstag, wie hier in Schleswig-Holstein, wieder Protestaktionen. In mehreren Städten haben jeweils hunderte Menschen gegen die AfD protestiert. In Düsseldorf forderten rund 600 Demonstranten, ein Parteiverbot gegen die AfD zu prüfen. Und in Duisburg beteiligten sich an Protesten gegen einen Neujahrsempfang der AfD mit Parteichefin Weidel nach Polizeiangaben 2400 Menschen. Mehreren Medienvertretern verweigerte die AfD den Zutritt zur Veranstaltung. Es ist eine Wahl im Schatten der Großmacht. Taiwan liegt rund 150 Kilometer vom chinesischen Festland entfernt und ist zwar de facto unabhängig mit eigenen Pässen und eigener Währung. Dennoch betrachtet China die Insel als Teil der Volksrepublik. Staatschef Xi Jinping schließt eine gewaltsame Wiedervereinigung ausdrücklich nicht aus. Die Wähler in Taiwan haben sich davon nicht beeindrucken lassen und den Kandidaten zum Präsidenten gewählt, der Taiwans Eigenständigkeit gegen China verteidigen und die Insel aus der wirtschaftlichen Umklammerung lösen will. Miriam Steimer aus Taipei. Als William Lai vor mehr als 30 Jahren zum ersten Mal als Abgeordneter kandidierte, waren seine Haare nach langen Tagen mit Wählerbesuchen und Reden oft unordentlich. Er fragte, kannst du einen Haarschnitt machen, der wenig Pflege braucht? Ich machte einen Scherz. Klar, ich mache dir einen Präsidentenhaarschnitt. Heute wird der Scherz Wirklichkeit. Inzwischen ist es der Sohn des 72-Jährigen, der immer noch William Lais Haare schneidet. Und nun wird Lai der neue Präsident Taiwans. Seine Rede? Eine Botschaft an seine Wählerinnen und Wähler. Aber auch an China. Mit dieser Wahl, von der ganzen Welt beobachtet, haben wir allen bewiesen, dass wir zwischen Demokratie und Diktatur auf der Seite der Demokratie sind. Er wird wohl die Linie seiner Vorgängerin fortsetzen, die Volksrepublik verbal nicht zu offensiv angehen und sich gleichzeitig auf die Position zurückziehen, dass Taiwan bereits ein souveränes, unabhängiges Land ist. Für Peking ist das ein Problem. William Lai war der Kandidat, der die größte Distanz zu China suchte. Seine Partei gewinnt jetzt zum dritten Mal. Peking könnte reagieren mit verstärkten Militärmanövern oder weiteren wirtschaftlichen Sanktionen. Denn demokratische Wahlen, wie hier in einem Wahllokal im Tempel, sind ein Problem für den mächtigen Nachbarn. In der Logik von Chinas Führung dürfte es sie gar nicht geben, denn sie betrachtet Taiwan ja als Teil ihres Staatsgebiets. Die Mehrheit der Taiwanesen sieht das anders. Es ist meine Pflicht, nichts weiter. Es ist meine Pflicht als Bürger. Ich wähle denjenigen, der Frieden bringt. Ich bin zu alt für einen Krieg. Guck dir den russisch-ukrainischen Krieg an. Danach wird nichts mehr übrig sein. Es wird keinen Gewinner geben. Beim Stimmenauszählen kann jeder zugucken. Zum achten Mal wählten die Taiwaner heute ihren Präsidenten. Stolz feiern sie ihr demokratisches Wahlrecht. William Lais Frisur ist übrigens immer noch der Präsidentenschnitt von vor über 30 Jahren. Wir nennen ihn Lais-Schnitt, nicht Mittelscheitel, sondern Lais-Schnitt. Und den sollen Kunden in seinem Friseurladen immer mal wieder verlangen. Mehr Hintergrund dazu, was die Wahl von William Lai für das Verhältnis zu China bedeutet, finden Sie auch online bei uns auf ZDF heute und in unserer App. Und jetzt nochmal Gundula. Mit dem üblichen Samstagsservice. Zunächst die Gewinnzahlen vom Lotto. Sie lauten ohne Gewähr 1, 6, 8, 26, 27, 48, Superzahl 6. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Das Wetter bringt Regen und mancherorts wieder Glättegefahr. Viel Sonne gibt es ganz im Süden, sonst wird es meist stark bewölkt, zeitweise regnet oder schneit es. Minus 1 bis plus 5 Grad am Montag. Wechselhaft mit vielen Schnee- und Graupelschauern, am Dienstag vorübergehend Wetterberuhigung. Mittwoch von Südwesten her kräftige Schnee- und Regenfälle. Minus 1 bis plus 6 Grad.
Und alles vom Sport kommt jetzt im aktuellen Sportstudio mit Sven Voss. Direkt danach gibt's eine Heute Express. Tschüss, bis morgen. Tschüss.